Also die mobile Hopperrampe, Light-Version, kann man natürlich auch mal eben easy verstellen, woanders hin tun. Jetzt so ein bisschen schräg, damit Marvin das als Hip springen kann. Also so schräg in die Landung rein, anstatt einfach geradeaus. Hi, liebe Leute. Ich bin's mal wieder. Ja, sorry für die kleine Sendepause. Wir haben jetzt eine Woche nichts hochgeladen. Es hatte auch einen sehr speziellen Grund, und zwar ist mein Online-Lehrgang für Fahrtechnik-Trainer und Trainerinnen fertig gemacht worden. Also das haben wir gemacht. Und das sind halt über 50 Videos. Das heißt, es ist schon ein bisschen Arbeit gewesen. Und das alles online zu stellen und dann in die Vermarktung zu gehen. Genau, da blieb dann nicht so viel Zeit für anderes. Wir haben noch viele Videos in petto und die müssen aber alle noch geschnitten werden. Ja, und da komme ich nämlich direkt zum Thema des Videos. Das sind zwei Themen. Das eine Thema seht ihr hier. Das ist die MTB-Hopperrampe, die ich verschenke, die ich für einen Drehtag benutzt habe. Dazu später nochmal mehr, weil erstmal wollte ich euch was anderes erzählen. Und zwar geht es darum, der Beruf oder Nebenberuf, der Job, ich sage ja auch gerne die Berufung des Mountainbike-Fahrtechnik-Trainer oder die Trainerin. Ja, da kann man direkt sagen, was ist das eigentlich so für ein Job? Was macht den aus? Ist das ein nettes Zubrot? Was steckt dahinter? Was treibt die Leute an, die das machen? Und ist es vielleicht was für dich? Weil da möchte ich jetzt quasi auch noch drauf kommen, weil, ja, man kann ja sagen, seine Leidenschaft, sein Hobby zum Beruf zu machen, ist eine tolle Sache, hat seine Vor- und Nachteile. Fällt euch sofort auf, der Nachteil, den man dann hat, ist halt, wenn es halt ein Beruf ist, dann ist es halt eine ernste Sache, die zwar sehr viel Spaß macht, aber die nimmt halt auch Zeit ein. Das heißt, in der Zeit kannst du dann nicht einfach eine Runde biken gehen, sondern du bist zwar mit deinem Bike unterwegs, aber du machst halt deinen Job und vermittelst deinen Kursteilnehmern Basics oder fortgeschrittene Themen. Ja, und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, da kehrt sich's wieder um vom Nachteil. Also der Nachteil, du hast nicht mehr dann immer Zeit, alleine biken zu gehen. Zu einem Vorteil, es ist einfach so toll, mit den Menschen zu arbeiten. Also viele Berufe sind ja entweder mit Bildschirmen oder halt vielleicht mit Telefon oder mit, wie soll ich sagen, mit Gegenständen, wenn man irgendwie in einem Lager arbeitet oder so, da hat man zwar auch Kollegen, aber es kann ja sein, dass man viel keinen direkten Kontakt hat mit anderen, sondern halt mit dem Material arbeitet. Ja, und deswegen ist so ein Job, wo du halt deine Leidenschaft anderen vermittelst, du siehst das Feuer in den Augen, wenn sie merken, geil, jetzt hat diese kleine Steilabfahrt hat so gut geklappt, Das ist einfach mega. Und es ist aber ein sehr anspruchsvoller Beruf. Da möchte ich jetzt nämlich drauf kommen. Deswegen gibt es auch meinen Lehrgang. Weil der Online-Lehrgang für Fahrtechnik-Trainer, der hat 50 Videolektionen, das sind sehr viele Themen. Trotzdem ist es jetzt nicht wie jemand kauft sich das Lehrbuch oder sieht im Skript von der Ausbildung so ein dickes, ausgedrucktes Skript, was da alles drin steht. Da kann man ja denken, oh mein Gott, muss ich jetzt studieren, um das einfach Tipps zu geben? Nein, das ist natürlich viel mehr. Man kann auch ein Fahrtechnik-Erklärer sein. Die gibt es auch viele. Das war ich in der Anfangszeit auch. Jemand, der nett ist, sympathisch und dann schön erklärt, wie das geht mit der Grundposition. Und dann macht mal. Und ach ja, hier macht die Beine noch ein bisschen gerader. Und das ist dann quasi so ein Fahrtechnik-Erklärer, der so auch noch ein bisschen Feedback gibt und so. Aber was halt einen richtigen Trainer, einen Coach ausmacht, da stecken noch viel mehr Themen drin, dass man ein richtiges Verständnis hat für das ganze Thema von der Fahrtechnik, von der Biomechanik, der Physik und vor allen Dingen in der Vermittlung, die Methodik, die Didaktik und das psychologische Feingefühl, das Mentale. Und dann kommt auch viel Erfahrung, also dass du wirklich ein Händchen für die Leute kriegst. Also es ist ein anspruchsvoller Beruf, du hast ein hohes Risiko häufig, und du hast die Leute mit ihren Ängsten und mit ihren Wünschen da und du willst sie glücklich machen. Und das ist nicht so nach dem Motto, komm, wir gehen ein bisschen zusammen biken und gut ist. Sondern natürlich gibt es Problemfelder und man hat die Lösung. Es ist ein anspruchsvoller Job. Und man kann es einfach irgendwie machen und vielleicht passt es dann für viele auch. Du sagst auch, war ja ein netter Tag, hab neue Sachen kennengelernt. Oder man kann richtig guter Coach werden. Und das ist so das, was ich natürlich mir wünsche, dass es immer mehr schaffen. Deswegen schaut mal rein, ich verlinke den Online-Lehrgang, wenn du selber Trainer werden willst.
Vielleicht kurzer Einwurf noch, Mountainbike, Fahrtechnik-Trainer, dazu braucht man keinen offiziellen Schein, das kann jeder einfach machen. Aber es ist natürlich schade, wenn das jeder einfach so macht, ohne sich damit tiefer auseinanderzusetzen, also als Trainer und Trainerin. Deswegen ist halt mein Online-Lehrgang der sehr gut, gerade jetzt in der Zeit, wo man auch von zu Hause das macht. Man kann sich halt super fortbilden. Man kann eine Ausbildung machen, zum Beispiel bei der DIMP. Das dauert aber dann halt länger und kostet relativ viel. Und es ist halt teilweise auch ein sehr engen Korsett, was ist falsch, was ist richtig. Wer jetzt Geld und Zeit hat, eine Ausbildung zu machen, finde ich auch super und gar kein Thema. Aber wenn man jetzt halt erstmal da rein will, ist so ein Online-Lehrgang wie jetzt meiner ziemlich gut. Das ist auch der einzige und der erste. Genau. So. Jetzt habt ihr ein bisschen was erfahren über meinen Beruf, meine Berufung. Fahrtechniktrainer mache ich seit 2008, also auch schon was länger. Und habe mich immer stetig fortgebildet. Fortbildung, Ausbildung und so weiter. Alles findet ihr in dem Link unten über mich in der Hinsicht. Ja, wer sitzt denn hier neben mir? Ah, die MTB-Hopper-Rampe. Ist nicht so gesprächig wie ich, sorry, aber wahrscheinlich wird sie euch oder derjenigen oder demjenigen, der sie dann gewinnt, sehr viel Freude bereiten. Ich hoffe ja, meine Videos bereiten auch ein bisschen Freude und Inspiration, aber diese Rampe ist eine mobile Rampe, finde ich besonders toll. Die kann man wie ein Rucksack, so wie sie ist, hier hat so zwei Schlingen hinten, kann man die aufziehen und dann kann man die überall hinstellen, aufbauen, es geht recht schnell und dann halt springen. Bitte achtet darauf, dass ihr nirgendwo Schäden hinterlasst oder so. Genau, man muss da schon natürlich darauf achten und dass man niemanden stört. Aber man kann überall springen lernen, man kann die Fahrtechnik verbessern, man kann seinen Style verbessern, man kann Höhe verbessern, man kann da alles machen. Und ihr werdet kennen, Sam Pilgrim, also mittlerweile fast alle Mountainbike-YouTuber haben die schon mal benutzt in Videos oder benutzen die häufiger. Das hier ist die MTB Hopper Lite, also die kleinste, aber keine Sorge, man kann da echt schon gut mit abgehen. Das ist jetzt nicht nur so ein Mini-Hüpfer, man kann da gute Gaps mitspringen, auch schon gut Tricks mitüben und so weiter und so fort. Und man kann die natürlich auch zu Spots nehmen, wo schon Sprünge sind und dann so ein bisschen den Spot ein bisschen tunen damit, dass man mal die Rampe da einstellt und mal da landet, einen neuen Transfer macht. Die hilft auch, wenn man Gaps schaffen will, dass man die dann hinstellt, dass man dann mehr abspringen kann. Genau, und die gibt's für euch, also für jemanden von euch als Dankeschön fürs Zuschauen bei den ganzen Videos. Und wie gesagt, ich verlose jetzt eh sehr viel. Die ist ganz neu in der Hinsicht, dass sie erst zweimal benutzt wurde, also an dem Drehtag. Da sind ja die Aufnahmen, die ich euch jetzt hier gezeigt habe und zeige mit Marvin. Da habe ich sie benutzt und mein Nachbar hat sie mal benutzt. Und danach stand sie jetzt einfach nur im Keller, weil ich habe hier überall Sprünge in den Bikeparks und selbst bei mir im Ort gibt es schon Sprünge und ich habe da nicht so die Verwendung für, weil ich die für Kurse auch schlecht benutzen kann, weil ich ja kein Auto habe und also dafür ist sie schon zu schwer, um sie im Kurs als Trainer auf dem Rucksack zu haben. Genau, deswegen möchte ich einfach, dass sie benutzt wird von jemandem, der da riesen Spaß dran hat. Und vielleicht eine kleine Info jetzt noch. Die ganzen MTB-Hopper-Rampen sind alle genial, auch die größeren, mittleren und so weiter. Guckt euch mal die Videos von Sam Pilgrim an, da seht ihr die auch oft im Einsatz und bei anderen YouTubern. Da wird immer gesagt, boah, die ist so teuer, die kostet 200, 300, keine Ahnung wie viel jetzt und welches Modell. Kann ich mir doch nicht leisten, dann baue ich mir selber eine. Aber ihr wisst, wenn ihr euch selber eine baut, das kann auch cool sein, aber die dann irgendwo hinzutragen, ist halt echt heftig, weil dann sind die massiv und schwer. Und die ist halt echt gut transportabel. Aber stell dir mal vor, vier Leute sagen, geil, wir wollen doch eh zusammen ein bisschen damit jammen und springen und alles und bei irgendeinem von denen liegt sie halt dann im Keller, aber wenn wir dann zusammengehen oder jemand braucht die, dann kaufen wir uns die einfach zu viert. Dann mal direkt den Preis durch vier geteilt, dann sieht die da schon anders aus. Was ihr machen müsst, schreibt in die Kommentare, warum ihr die Rampe haben wollt und dann das Zweite, was ihr noch reinschreiben solltet in den Kommentar, wäre halt, welche Themen wir euch in Zukunft, wo sowohl was Vlogs angeht, Mountainbike und E-Mountainbike, welche Themen interessieren euch besonders? Weil ich werde jetzt da mehr Zeit für haben und fände es halt cool, ja, wenn ich jetzt bei BikenTV, Velo Total, wir haben zwei Kanäle, Velo Total mehr so fürs Fahrradfahren, alles und bei BikenTV ist ja recht speziell mit Mountainbiken, E-Mountainbiken und Fahrtechnik und so typischen technischen Themen, die ja dann auch reinkommen, dass ich Produkte teste und so weiter und so fort. Ja, was interessiert euch da? Die zwei Sachen. Alle, die einen Kommentar schreiben, kommt damit in die Verlosung für die Rampe.
Und dann wird in einer Woche, also nächsten Donnerstag, wird dann gezogen. Ja. Erstmal, was wollt ihr damit üben? Und zweitens, welche Themen sind für Videos für euch interessant? Hallo, ich bin Marc Bodesser, erfahrener Mountainbike- und EMTB-Fahrtechnik-Trainer und Ausbilder. Seit 2008 gebe ich Kurse. Ich möchte dir helfen, dass du noch besser und souveräner in deinem Beruf und deiner Leidenschaft wirst. Denn man weiß, man kann sich immer weiterentwickeln. Dafür habe ich den Online-Lehrgang MTB-Fahrtechnik-Trainer Next Level kreiert. Und ich möchte dir jetzt erklären, warum dir dieser neue Lehrgang helfen kann, noch besser und mit mehr Spaß in deinem Beruf unterwegs zu sein. Nach über 12 Jahren hauptberuflich Fahrtechnik-Trainer habe ich natürlich viele tausende Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehabt, habe selber viele Fortbildungen und Ausbildungen belegt. Jetzt habe ich all mein Know-how in diese 50 Videos gepackt und da hast du den Vorteil, dass du immer wieder auf die Videos zurückkommen kannst mit den verschiedenen Themen, die dich als Fahrtechnik-Trainer oder Fahrtechnik-Trainerin weiterbringen. Das heißt, du kannst mit diesem Know-how dein eigenes Konzept weiterentwickeln, du kannst viel ausprobieren und so ist es auch möglich, dass du ohne eine kostspielige oder zeitaufwendige Fahrtechnik-Trainer-Ausbildung dich wirklich stark weiterentwickeln kannst. So habe ich das nämlich auch immer gemacht. Und auch wenn du schon eine Ausbildung hast, wirst du hier vieles finden aus dem internationalen Bereich oder Dinge, die ich selber entwickelt habe, weil Stillstand ist tot und ich kann wirklich nur empfehlen, bleib dabei wie deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen, entwickel dich weiter und so macht das Coachen deutlich mehr Spaß und der Erfolg wird größer. Natürlich ist der Lehrgang auch interessant für Leute, die schon Trainer sind oder angefangen haben oder auch so welche, die das länger machen, weil ich habe den auch extra Next Level genannt. Das ist so, dass du das nächste Level als Trainer, dein persönliches nächstes Level erreichst. Weil ich habe nämlich viel darauf einfließen lassen aus dem internationalen Raum. Also es gibt ja mehr als nur Ausbildung in Deutschland, vor allem im englischsprachigen Raum. Da gibt es ein paar Dinge, die haben sich hier noch nicht so etabliert, die habe ich da mit reingepackt. Und auch viel von dem, was ich selber entwickelt habe, weil ich habe oft sehr spezielle Fortbildungen gemacht zu speziellen Themen wie mentale Aspekte, wie irgendwie Methodik, Didaktik, wo es nochmal tiefer in so einzelne Aspekte reingeht, die auch in der Ausbildung bei Standardsachen schon dabei sind, aber wo ich wirklich nochmal auf der Basis viel experimentiert habe in vielen hunderten, tausenden Kursen und dann eigene Methoden und eigene Sachen entwickelt habe, die du jetzt in der normalen Ausbildung so nicht kriegst. Deswegen ist es ja auch Next Level und es ist auch so, dass ich wirklich all das, was ich so mache, zeige mit einem Wie und mit einem Warum. Also nicht alles, natürlich, ich habe 50 Videos, wenn ich jetzt alles zeigen würde, hätte ich 100 Videos, aber ich zeige schon ziemlich viel. Und da habt ihr auch kein Problem mit, das zu zeigen, was ich mache. Und sag auch dann nicht, hey, du musst das genauso machen, wenn du Trainer werden willst oder wenn du Trainer bist. So ist jetzt die richtige Methode, das zu vermitteln. Sondern es ist einfach, schau mal hier, es gibt ein Wie und ein Warum, so mache ich's. Du kannst aber auch ein bisschen was anderes daraus schließen und es anders machen. Wenn du weißt, warum und wie und wenn du ein Gesamtverständnis dafür hast. Und da gibt es dann nicht irgendwie die eine Wahrheit oder so. Trotzdem ist es natürlich auch interessant für dich zu sehen, wie macht der Markt denn das. Und genau, deswegen ist der Lehrgang auch für Trainer, die schon Kurse geben, ganz spannend. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man natürlich so eine Fortbildung von daheim und du kannst auch immer wieder darauf zurück. Du bist nicht für ein paar Tage dann auf der Fortbildung und hast danach Unterlagen, sondern du kannst halt jederzeit immer auf das Thema, was dich interessiert, immer wieder reingehen, dir das angucken, eine Methode von mir ausprobieren, die ein bisschen abändern, diese übernehmen, wie du halt magst. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Auch für erfahrene Trainer. Deswegen haben auch schon 3 Bikeschulen jetzt aktuell erstanden. Eine Woche ist der Lehrgang online, haben ihn schon gekauft für die interne Fortbildung. Also das ist, kommt auf jeden Fall da an, wo Leute offen sind und sagen, cool, man lernt immer dazu, auch wenn ich schon Erfahrung habe. Und dann in der internen Fortbildung ist natürlich praktisch, wenn man auch so Material hat, was man nutzen kann. Genau. Ich habe jetzt noch einen Trailer, den zeige ich euch mal, wo ihr ein bisschen Einblicke bekommt, aber natürlich 50 Videos, teilweise sind die Videos über 10 Minuten lang, das ist natürlich dann eine Menge Stoff und viele Themen, auf jeden Fall sehr, sehr spannend alles.